Heute hat schon dicke Flocken geschneit. Voller Wintereinbruch nochmal. Und ich schaue ja schon, es geht bald los. Die Bikes warten. Ich habe auch schon alles gekauft für die Saison. Hallo, schönen Sonntag wünsche ich euch. Willkommen zum Sonntagstalk. Draußen Wintereinbruch, heute schon starkes Schneegestöber in der Früh, wie ich aufgestanden bin. Ich bin aber jetzt schon voll auf Frühlingsmodus. Haben wir letzte Woche schon das Material besorgt für meine Fahrzeuge. Ölwechsel machen im Frühjahr ist Pflicht bei den Motorrädern und bei den Autos. Und alles ist da, aber es ist noch scheiße kalt. Und die Motorräder, die gehen natürlich erst im April loszufahren. Aber ich bin bereit anzufangen, mit der Arbeit loszulegen. Hier habe ich mir schon sämtliche Öle besorgt für meine Autos und Motorräder und Filter, dass ich die wechseln kann. Aber das Wetter spielt noch nicht so mit. Jetzt gehen wir nachher in den Keller und quatschen noch ein bisschen. Jetzt geht es indoor weiter mit dem Sonntagstalk. Wir haben uns ja schon in der Garage gesehen. Ich möchte ein bisschen was erzählen. So viel ist es nicht diese Woche. Ich war letzte Woche wieder relativ fleißig, habt ihr gesehen. Ziemlich viele Videos gemacht. Zwei Videos möchte ich da ein bisschen herausheben. Die sind gut angekommen, finde ich. Und zwar war das einmal das Video über die neue bayerische Trendsportart, das Beer Walking. Das wurde viel angeschaut, habe mich gefreut, habe mich überrascht, dass es so gut angekommen ist. Und das andere, das auch viel geschaut wurde, weil das war der Oldschool Energy Drink, der Boxer der 40er und 50er Jahre, auch angekommen. Sowas in die Richtung werde ich auch demnächst nochmal nachschieben. Ich habe dann noch so ein Rezept, das sehr interessant ist. Ich habe jetzt mittlerweile dieses Jahr 52 Videos schon gedreht. 52, das heißt, hätte ich jede Woche ein Video gedreht, wäre ich für dieses Jahr fertig. Manche bringen ein Video in der Woche. Mit großem Erfolg. Ich habe jetzt 52 gemacht. Das ist schon eine beachtliche Zahl. Schlagzahl. Wahnsinn. Habe einige Ideen gehabt. Deswegen habe ich auch einiges zu drehen gehabt. Gratulation geht in dem Fall auch noch raus an Hollywood Matze. Habe ich gerade sein Video angeschaut, sein letztes. Der hat innerhalb kürzester Zeit den 100.000 Abonnenten Video Award von YouTube bekommen. Meine Gratulation dafür. Mein Wochenhighlight allerdings letzte Woche, das war ganz was anderes. Ich habe die Kommentare meiner Videos gelesen und auf einmal tauchen da zwei, drei Kommentare auf, dass ich einen Pokal bekommen habe. Von keinem geringeren wie von Andy Feldmann, der Bruder von Brösel, der die Werner Beinhardt Comics macht. Und der ist ein begnadeter Schrauber, ein Schraubervorbild für mich, der technische Herausforderungen immer grandios löst, also wirklich ganz toll für mich als Mechaniker. Und deswegen habe mich das besonders gefreut, dass ich von dem am Pokal eine Auszeichnung bekommen habe. In seinem letzten Video, das werde ich oben in der Anzeigenbox verlinken, ganz zum Schluss werde ich da erwähnt in dem Video und ich bekomme einen Preis. Der ist allerdings bei mir noch nicht aufgeschlagen. Auf den warte ich schon, den werde ich euch dann zeigen, wenn er da ist. Das hat mich echt total geflasht, war echt super. Und ja, auch das Modellbaufieber hat mich noch nicht ganz losgelassen. Ich habe mir ganz günstig hier diesen Bausatz hier geschossen bei Kleinanzeigen. Short Sunderland 3 für 8 Euro. Die werden gut und gern für über 20 gehandelt, weil es ein großes Modell ist. Habe ich früher schon immer mit dem alten Dekor bewundert. Da gab es früher anderes Design auf der Schachtel. Das ist nicht ganz so alt, von 86. Und der Haken an dem Modell war, oder ist, dass da schon jemand angefangen hat zu bauen. Er hat schon angefangen Teile zu bemalen und hat schon ein paar Sachen absichtlich bemalt. Geklebt war noch nichts. Und ich habe das auf Risiko gekauft, dass es vollständig ist. Ich glaube auch, dass es vollständig ist. Bis jetzt habe ich noch keinen Fehlteil gehabt. Und habe angefangen, da hier schon zu basteln. Das ist ein Mordsgerät, ein Flugboot der Firma Short. Die war damals bekannt für ihre Flugbootkonstruktionen. Bin gespannt, wie es fertig aussieht. Werde das lackmäßig noch ein bisschen nacharbeiten. Ist nicht schlecht gemacht, aber
halt gepinselt, nicht gebrusht. Mal schauen, wie es ausschaut, wenn es fertig ist. Ist ein Mordsbauplan, war jetzt gar nicht so einfach da, schon rumpfmäßig das zusammenzusetzen. Ja, das war es auch schon wieder. Heute Sonntag, draußen, wie gesagt, Wintereinbruch gewesen heute früh, starker Schneefall. Heute ist Indoor angesagt, ein gutes Essen, guter Braten, bisschen Wohnen helfen, das war's dann für heute. Und natürlich das Video noch fertig machen, das nimmt dann ein bisschen Zeit in Anspruch. Ich habe auch noch ein paar schöne Sachen bekommen, die ich euch vielleicht nächste Woche zeigen werde, in verschiedene Themenrichtungen greifend. Da wird es vielleicht das eine oder andere Video geben, wo ich was vorstelle. In die Reihe Düfte wird wieder was kommen, da habe ich wieder was Neues. Und das war es halt für den Sonntagstalk. Mehr habe ich auf die Schnelle nicht gehabt, aber ich hoffe, das reicht euch, was ich erzählt habe. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag, eine schöne Woche nächste Woche, eine schöne Arbeitswoche oder Ferienwoche, je nachdem, was er macht. Wir sehen uns. Bis nächste Woche. Servus. Es ist doch noch nicht Schluss. Ich muss noch einen kleinen Nachtrag machen. Ich habe noch gerade was erfahren. Und als alten Boxsportfan möchte ich noch einen kurzen Nachruf machen. Traurig, mit 66 Jahren ist Marvelous Marvin Hagler gestorben, einer der ganz großen Boxweltmeister. Unvergessen sind seine Kämpfe gegen Thomas Hitman Hearns oder gegen Sugar Ray Leonard, der einzige, der ihn letztendlich damals stoppen konnte. Er ist im Alter von 66 Jahren gestorben, hatte Atemprobleme und Schmerzen in der Brust, mehr weiß man noch nicht. Ja, es ist kein Alter für so einen Superathleten, wenn der abtreten muss, sein Leben lang Sport gemacht. Ich verneige mich vor seiner Leistung als Boxer. Das war's jetzt. Auf Wiedersehen, ciao und servus.